So, Digga, schauen wir mal Twitch am Limit Nummer 24 rein, Digga. Es kann eigentlich nur beschissen werden, weil das Intro nach wie vor immer noch Papa Platt ist. Das skippen wir direkt. Den Scheiß würde ich mir gar nicht erst reinziehen. Es geht direkt ehrenvoll weiter. Montinho Belek. Let's go. Blondschaum im 2. Digga, schrei mich doch nicht so an. Was ist denn mit dir, Montana? Mach mal ruhig, bitte. Kauf mal lieber die Pokémon-Karte von meinem Kollegen für 100k. Und ich würde dich gern kennenlernen, ohne irgendwelche Absicht, will nicht vorlesen. Habe ich auch so oft, Digga. Also nicht, dass mich jemand kennenlernen will, sondern dass das nicht vorlesen am Ende einer Dono steht, was ich überhaupt nicht verstehe, Digga. Warum? Vielleicht das bitte nicht vorlesen. Lust. Anfangen. Naja. Junge, Girls, die tanzen einfach zu hot. Real talk. Die ist 14? Na, shut up. Dann habe ich nichts gesagt, Digga. Wirklich, Kevin, das ist noch unangenehmer wie ich, der gerne mit ein paar 14-Jährigen eine Party feiern würde. Die sind allerdings männlich, also von, ja, ist immer noch weird, oder Chat, ja. Ja, die ist 12. Oh. Es wäre auch eher so eine allgemeine Aussage. Guck mal, Akani. Du hast das ganze Zeit, hast du das Maul gehalten. Jetzt fange ich an zu streamen, er bellt wieder. Es ist wirklich nur noch weird. Diese Nachbarn sollen einfach aufhören, in den Keller zu gehen. Aussage, Bro. Es war eine allgemeine Aussage, Chat. Ich drücke auf Play und der fängt an zu bellen. Passt auf. Okay, doch nicht. Was war das? Bro, warum? What the fuck? What the fuck? Warum? Ist doch klar, dass das passiert, Digga. Hä? Aber war das mit Absicht? Das wollte der machen, oder? Er wollte das schon machen. Also das kann man ja nicht aus Versehen machen. So dumm ist man ja nicht. Nicht mal Kevin würde ich das zutrauen. Nee? Er wollte eine Bierflasche öffnen. Hä, hat der eine Bierflasche in der Hand? Hä? Ach, keine Ahnung, Digga. Scheiß drauf. Wenn sie ihn das erste Mal sieht... Ich habe ganz vergessen, jetzt wo ich Antonia gerade sehe, ich glaube, ich spiele heute Abend um 18 Uhr mit dir Wer wird Millionär. Habe ich das zugesagt? Stell dir vor, du pennst einfach, voll Tiefschlaf und wachst durch einen brutalen Schlag in die Fresse auf. Stell dir das mal vor. Ja, okay. Habe ich jetzt? 2500 Euro. 2500 Euro donated. What the fuck? Ich will einfach, dass Kevin das Geld in den Personal Trainer und vernünftige Ernährung investiert. Holy shit. 2 Monate Donations bei Henkel. Samet, ich glaube, für dich ist heute erstmal Feierabend. Für dich ist heute erstmal Feierabend. Für dich ist heute erstmal Feierabend. Komm nächstes Mal wieder. Aber, ich merke, du bist nicht mehr in der Lage, teilzunehmen, Digga. Einfach jedes Mal, Digga. Jedes Mal, wenn ich Unterricht hatte. Religion, Textilkunde. Oha. Check ich nicht. Digga. Eine Empfehlung, Chat. Wenn ihr wissen wollt, ob euer Essen heiß ist oder nicht, tut mit dem Finger einmal reinstecken. Allein dieser Satzbau. Was? Weil, wenn's heiß ist, ist euer Finger heiß. Hä? Digga, ich mach jetzt einfach... Leute, ab nächster Woche... Wisst ihr, was wir ab nächster Woche machen, Mann? Mir reicht's jetzt einfach. Ab nächster Woche, ich kündige es am Montag an. Ich bin ab nächster Woche, bin ich eine Woche dumm. Ab nächster Woche bin ich einfach eine Woche dumm. Und ich stelle mich übertrieben dumm und sag nur noch so dumme Sachen. Ich sag nur noch dumme Sachen. Ab nächster Woche bin ich einfach eine Woche dumm. Ich glaube, ich rasiere mir sogar eine... Na okay, müssen sich übertreiben. Also ich... Digga, ich stelle mich einfach komplett braindead einfach ab nächster Woche. Day 2 of my favorite streamer liest meine Dono nicht. Yeah!
Einfach, also wirklich. Willkommen zu meinem Livestream. Wo ist der Unterschied zu jetzt? Okay, das war ein funny Joke. Es war gut, ja. Später, Leute, ab 21 Uhr, Mädchen-WG React mit drei Kandidatinnen aus der Mädchen-WG. Anna, Luise und Toni und Hanky und Rumatra. Das heißt, wir haben alle fünf heute aus der Mädchen-WG dabei. Oh, krasser Diss. Okay, ja, ja. Oh, lecker, Digga. Chilliger Streamer. Bruder, eine halbe Stunde sind fast 30 Minuten. Guckt mal, die sagen alle solche dummen Sachen. Die sagen die ganze Zeit einfach bewusst solche Sachen. Ich werde nächste Woche, werde ich nur noch eine Woche lang, werde ich so dumme Sachen sagen. Ich schwöre euch, meine gespielte Dummheit stellt die tatsächliche Dummheit der anderen Leute so geisteskrank in den Schatten. Das stellt die so geisteskrank in den Schatten. Ich werde es sogar schaffen, noch dümmer zu wirken als Mickey, Digga. Und no joke, das ist extrem schwierig, weil Mickey ist wirklich mit Abstand von allen Leuten der Streamer, der seinen Hauptschulabschluss am wenigsten verdient hat und mit Abstand der dümmste ist von allen. Das kann man einfach mal sagen. Oh, Polen. Guck mal, Digga, das ist doch nicht deren Ernst. Das ist doch nicht der, also wirklich. Das! Ist das überhaupt? Vor allem, was genau war Pappmaché auch? Ey, Digga. Ich schwöre, ich werde mich so dumm stellen. Ich werde so dumm sein. Ich werde so dumm sein, Digga. Ich werde noch dümmer sein als Kevins Dad, der nicht rechtzeitig rausgezogen hat. So dumm werde ich sein, Digga. Fällt mir auch gerade ein. Was war das? Ich werde sogar dümmer sein als der Typ. Ich habe noch nie eine Hecke geschnitten. Okay, what the fuck? Hat man eigentlich schon gemacht in dem Alter, oder? Das gibt's doch nicht! Der hat das Spiel gar nicht verstanden! Das gibt's doch nicht! Oh mein Gott! Oh, wie die Pancakes unter den Armen müssen schmecken. Unangenehm! Irgendwie finde ich's weird. Ich kann mir, glaube ich, nie vorstellen, so ein Girl auf der Straße einfach anzulabern. Ja, Bro, mit dem Face kann ich das nachvollziehen. Und sozusagen, yo, hey, du siehst gut aus. Kann ich eine Nummer haben? Ja, Digga, das wird ja auch nicht funktionieren, weil du dich dabei entweder einpisst oder anfängst zu stottern. Ich habe das ein oder zweimal gemacht. Ich kann mir, glaube ich, nie vorstellen, so ein Girl auf der Straße einfach anzulabern. Einfach zweimal wiederholen. Ich süchse gerade mit 4,20 Euro Real Talk. Hast du schon mal einen deiner Streamgäste weggesüchst? Yannick mit 7 Euro. I can relate. Ich hab Trimax gefickt. Digga, what the fuck? Wie viel Trimax sind's hier? Ich wollte nicht aufs Obstacle. Ich bin das allererste. Alle sind immer beim Wakeboarden in den ersten 3 Metern reingefallen. Und ich habe es geschafft, mich irgendwie. Dass ich weiterfahren konnte. Das Obstacle kam einfach. Du hast mir im Juni viel Glück für meine Ehe gewünscht. Heute Morgen hat meine Frau mich mit einem positiven Schwangerschaftstest geweckt. Oh, mein Beileid. Vor allen Dingen, wenn es halt nicht sein Kind ist, wa? Hinter ist die Hure. Jemals. Dark Erdwurst. Mickey, Digga. Du kannst es schaffen. Doppel Dark Erdwurst. Das kann nicht sein! Das kann nicht sein! Es kann nicht sein! Es kann nicht sein! Das ist gescriptet, Digga! Laber doch! Das ist gescriptet, das ist abgelegt! Die sind gespielt und gewogen! Wieder mal kein Konzept! Sehr chillig, Digga. Sehr, sehr chillig. Sehr, sehr, sehr chillig. Chillig.